Herr Landrat Schwärzler, Tag 1 nach dem schrecklichen Unglück im Seniorenhaus oder im Pflegeheim in Eck. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Was passiert aktuell rund um das Heim? Der Tag danach, nach dem Schock, ist nicht leichter, weil gerade in der Gemeinde der Schmerz tief sitzt. Derzeit wird die Brandermittlung vor Ort gemacht. Es sind 3 Spezialisten aus dem Land Vorarlberg und 3 Spezialisten aus Wien bereits angereist. Also 6 Leute machen derzeit die Brandermittlung vor Ort und untersuchen die Situation. Derzeitiger Stand ist, dass man davon ausgehen kann, dass der Brand im ersten Stockwerk ausgebrochen ist und kein Brand von außen ist. Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten von den verletzten Personen? Wie geht es denen? Bei den verletzten Personen ist der Stand von heute Vormittag, dass 3 auf dem Weg der Besseren sind. 3 Personen sind stabil, aber noch nicht außer Lebensgefahr. Kann man etwas sagen zu dem Zustand der Einsatzkräfte? Wie geht es denen heute einen Tag danach? Werden hier auch Einsatzkräfte heute vom KIT betreut? Das KIT-Team hat gestern Nacht großartige Leistung erbracht, hat auch zum Teil Einsatzkräfte betreut und hat auch angeboten, dass Einsatzkräfte durch das KIT-Team auch heute weiter betreut werden, um vor allem auch die Heimleiterin bzw. die Mitarbeiter des Heimes. Es wurden auch unverletzte Personen geborgen. Wo wurden diese Personen untergebracht? Wie werden die jetzt betreut? Die unverletzten Personen wurden in Heime in der Region untergebracht bzw. in die häusliche Pflege entlassen und werden von der Hospizbewegung Bregenzer Wald betreut. Okay, super, danke.